Unterricht am Computer, in der Gesamtschule Waltrop mittlerweile Standard. Dabei geht es auch um die Frage, welche Inhalte aus dem Internet die Schüler kopieren und veröffentlichen dürfen. Möglicherweise bekommen sie dazu heute eine neue Lektion. Denn der Europäische Gerichtshof entscheidet über einen Fall, der hier an der Schule begonnen hat. Im Mittelpunkt des Streits steht dieses Foto von der spanischen Stadt Córdoba. 2009 hatte eine Schülerin es von der Homepage eines Reisemagazins geladen und für ihr Referat verwendet. Später stellte die Schule die Arbeit samt Bild auf die Internetseite der Gesamtschule. Der Fotograf wehrt sich dagegen zusammen mit seinem Anwalt. Er würde eigentlich mit jeder Lizenz neu verdienen. Und deswegen stört es ihn natürlich, dass die Schule letztlich auf einer werblichen Schulseite seine Fotografie nutzt, ohne ihn zu fragen und ohne ihn als Urheber zu nennen und auch ohne eigentlich eine Lizenz einzuholen. Der Europäische Gerichtshof muss nun entscheiden, wann das Hochladen von Bildern die Urheberrechte des Fotografen verletzt. Nach der EU-Richtlinie zum Urheberrecht hat nur der Fotograf das Recht, über die sogenannte öffentliche Wiedergabe zu entscheiden. Aber das Foto war vorher schon mit Zustimmung des Fotografen öffentlich im Netz. Könnte das erneute Einstellen deshalb in Ordnung gewesen sein? Das Urteil soll am Nachmittag kommen. Es dürfte maßgeblich sein für den künftigen Umgang mit Bildern im Netz. Auch die Schüler der Gesamtschule in Waltrop wissen dann, was sie hochladen dürfen und was nicht. Unser Multimedia-Fachmann Dennis Horn ist bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wenn die Schülerin jetzt Recht bekommt von dem Gericht, was bedeutet das dann für den Rest der Internetnutzer? Das wäre aus meiner Sicht nichts anderes als eine kleine Revolution im Urheberrecht. Also bisher ist es so, wenn ich ein Foto nutzen möchte, dann muss ich schauen, woher kommt es, wer hat die Rechte daran. Und das ist mitunter gar nicht so einfach. Da gibt es Fotografen, die das verkauft haben an Magazine, Zeitungen, Websites. Und dann steht der Urheber nicht immer dabei. Das heißt, es ist eine zum Teil recht aufwendige Recherchearbeit und unter bestimmten Voraussetzungen könnte ich es dann eben nutzen. Und wenn sich das ändern sollte, heißt das, dass dann jedermann einfach jedes Foto benutzen kann? Das geht nicht. Also wir sprechen jetzt hier in dem Fall dieses Córdoba-Bildes auch über bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also da wird zum Beispiel in der ersten Einschätzung gesagt, die Schülerin und der Lehrer, die haben sehr sorgfältig gehandelt, haben geschaut, kriegen sie den Urheber irgendwie raus. Es wurde nicht kommerziell eingesetzt und ist auch nur ein Teil eines neuen Gesamtwerks, nämlich dieses Referats, das daraus entstanden ist. Das heißt, was ich selbst dann noch nicht machen könnte, wäre mir irgendwo ein Foto aus dem Netz ergoogeln und in meine Social-Media-Kanäle hochladen. Das geht nicht. Was würde es für die Fotografen bedeuten, wenn Fotos häufiger frei zur Verfügung stehen? Das sind Einnahmeausfälle. Ja, für die Fotografen ist es ein Problem. Wir haben gerade im Beitrag auch gehört, deren Geschäftsmodell basiert zum Teil darauf, dass die dann die Nutzungsrechte an diesen Fotos verkaufen, Fall für Fall. Und dann fallen eben ein Teil dieser Fälle weg, weil private Nutzung dann eben nicht mehr lizenziert werden muss. Für die Fotografen wäre das gleichzeitig dann problematisch, ja. Nun ist das ein relativ neues Gebiet, Social Media, Internet. Das Urheberrecht dagegen ist relativ alt. Kann es sein, dass dieses Urteil jetzt so den Anstoß gibt, generell eine Modernisierung im Urheberrecht zu machen? Ich persönlich hoffe darauf, weil wir tatsächlich sehen, dass das Urheberrecht der tatsächlichen Nutzung im Internet, das ja auch so eine Remix-Kultur hat, Leute laden sich was runter, formen per Apps neue Dinge daraus, ein bisschen entgegensteht. Und ja, das problematisch ist, da muss aus meiner Sicht ein neuer Ausgleich gefunden werden. In den USA gibt es das Fair-Use-Prinzip. Da können private Nutzer sowas in der Regel einfach machen, worüber wir hier reden. Und wenn das Gericht jetzt so entscheidet, dann wäre das eine Annäherung, ja, eine einfachere, für Nutzer einfachere Verfahrensweise im Netz mit urheberrechtlich geschützten Inhalten umzugehen. Und gibt es schon einen Hinweis, wie das Gericht entscheiden wird? Also gibt es schon eine Vorausschau in Anführungszeichen? Ja, es gibt die Einschätzungen des Generalanwalts und in so etwa 3/4 aller Fälle folgt der Europäische Gerichtshof diese Einschätzung. Ob das jetzt aber am Ende auch so sein wird, sehen wir heute Nachmittag. Wir sind gespannt. Ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs zur Nutzung von Fotos im Internet. Dennis Horn war das mit Informationen dazu. Dankeschön.